Wenn ich den Mähdrescher mal wieder ersetzen soll, dann würde ich mir wünschen, dass der neue Mähdrescher wieder genauso zuverlässig funktioniert wie der alte. Das wäre mein Wunsch. Mein Name ist Gerhard Reif. Wir haben einen landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb in Oberfranken in Bayern. Unser Haupterwerb ist eigentlich die Zuchtsauenhaltung und seit 2018 auch die Getreideanlage, Ackerbau, Mähdrosch, Lohnarbeiten, Pflanzenschutz, Düngung, alles was halt Ackerbau, Dienstleistung dazugehört. Also wir selber bewirtschaften 150 Hektar Ackerbau und machen mindestens noch einmal das gleiche im Lohn als Dienstleistung für Kunden. Von der Kultur her bauen wir eigentlich an Gerste, Weizen, Raps, Sonnenblumen und Körnermais. Also wir dreschen im Prinzip die komplette Produktpalette, was bei uns im Landkreis wächst, können wir verarbeiten. Das ist ja schon der zweite T65. Den ersten hatten wir 10 Jahre. Beim zweiten haben wir uns für das X-Schneidwerk entschieden, weil man einfach variabler ist. Wenn man jetzt draußen bei Kundschaft unterwegs ist und wir fahren zum Beispiel vom Weizen ein Raps, dann brauchen wir nicht erst Hamm vorn Umbauer, sondern wir können dann direkt vom Feld nüber von Weizen in Raps oder umgekehrt. Das war einfach für uns wichtig, schnell reagieren zu können. Ich denke, dass das ein sehr gutes Dresch-System ist. Also wenn ich jetzt die Körner sehe, was jetzt bei mir in der Anlage ankommt, das ist absolut vergleichbar mit einer Rotor. Und ich denke, dass da die Cruiser-Dresch-Trommel ein ganz großer Vorteil ist. Das wird auch von der Kundschaft geschätzt. Wir haben sehr wechselhafte Böden, haben Hügelland. Wenn ich an den Hang muss, will die Kundschaft genauso Dresch-Qualität wie in der Ebene und auf am großen Acker. Und das, denke ich, kann ich einfach mit dem Hillmaster problemlos erfüllen. Es ist einfach für mich die Wirtschaftlichkeit von der Maschine. Warum ich auch so, ich will eigentlich gar nicht, brauche nichts anderes. Ich kann auch überall einsetzen, in jeder Kultur. Vom Kraftstoffverbrauch her komme ich gut klar. Dass ich jetzt irgendwas vermissen würde, wo ich sage, das fehlt an Technik oder an Ausrüstung oder an, da hätte ich überhaupt nichts zu bemängeln. Ja, also ich möchte jetzt keinen anderen Mähdrescher mehr fahren.